Ja, eigentlich wollte Holger heute nur drüben auf seine Feuerstelle. Aber das Wetter ist natürlich heute nicht so optimal. Ja, für meinen großen Dutch-Ofen habe ich mir dann mein Joker-Feuerstelle hier gebaut. Die Briketts sind schon im Anzündkamin, denn ja, die Raubtiere, die lauern natürlich schon. Na, ist auch Ende, magst du auch, ne? Na, freilich, du magst Ende. Ja, du alter Räuber, du, ne? Ja. Denn da liegt meine große Bauernente. Ja, eine wunderschöne große Bauernente. Und die versuche ich hier in den Dutch-Ofen hineinzukriegen. Ja, wie ich das mache, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde jetzt dann erst einmal würzen, ein bisschen einreiben mit meinem Viking Rub. Ja. Und ja, später brauchen wir ein wenig Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, ein wenig Beifuß. Da habe ich auch ein Säckle und eine Schnur, weil du durch den Beifuß dann rein. Und das wird quasi die Soße. Und ja, schauen wir mal, was das wird. Hallo bei Holgers Grillen. Ich hab doch keine Grund. Ja, wenn man draußen in der Natur seine Gerichte zubereitet, sein Essen, ja, da muss man halt mit dem Wetter immer so umgehen, wie das Wetter halt gerade ist. Ja, und manchmal schneit es, manchmal stürmt es, manchmal regnet es, manchmal ist es verdammt heiß. Ja, wie es halt so ist im Laufe eines Jahres. So, bei der Ente, ich werde die eigentlich jetzt so lassen, wie sie ist. Ja, ich werde jetzt nur da die Füße abschneiden. Normalerweise verwende ich die ja für eine Soße, aber da ich ja heute die Ente im Ganzen drin habe, kann ich mir erlauben, die Füße abzuschneiden und da hinten die Fettdrüse. So. Die will ich auch nicht an meiner Ente haben. Und dann nehmen wir sie so im Ganzen, ja, mit Kopf. Kommt sie so in den Dutch-Ofen. Dann wird jetzt die Ente ein bisschen gerubbt. Muss gar nicht so stark gewürzt sein. Ich reibe das jetzt ringsherum in der Ente ein bisschen ein, ja. So, natürlich habe ich auch die Ente ein bisschen von innen gewürzt. Und ich muss euch sagen, ich bin heute richtig neugierig, was das heute wird. Denn Ente habe ich ja schon sehr oft gegrillt, auf dem Drehspieß oder so auf dem Grill. Ja, aber im Ganzen, im fast Ganzen, im Dutch-Ofen, das habe ich noch nie gemacht. Das ist quasi heute ein Experiment. Ja, das ist heute der erste Versuch, eine ganze Ente im Dutch-Ofen. Ja, da bin ich richtig gespannt. Also gewürzt ist sie, habe ich gesagt. Die Briketts sind gleich soweit und dann legen wir an der Feuerstelle gleich los. Da ich natürlich heute ein wenig improvisieren muss, habe ich mich hier mit einem Anzündkamin für meinen Deckel, ja, dass ich den hier ablegen kann, mit die heißen Briketts oben drauf. Schnell was gebaut. So, jetzt tun wir ein bisschen die Zwiebeln rein. Tun die ganz, ganz kurz einmal ein wenig anrösten. Da ist eigentlich kein Öl und kein Fett drin, ja. Ich reibe mir nur den Dutch-Ofen mit so einer Dutch-Ofen-Creme ein, damit er nicht rostet. Das ist eigentlich alles, was da jetzt drin ist. Dann noch schneller mal den Knoblauch ein wenig dazu. So. Das Ganze lösche ich dann mit ein wenig Wasser ab, vorsichtig. Na, vorsichtig. Also etwa ein Liter durch da rein, dass unten die Fläche schön bedeckt ist. Da ist ein großer Dutch-Ofen, der FD12. Da muss man schon ungefähr ein Liter rein tun, ja.
Okay. Die Karotten. Und dann habe ich ja hier den Beifuß. Da habe ich so ein Teebeutel. Ah, das Scheißerl geht nicht auf. Ah. Ja, hab's geschafft. So, da tun wir jetzt den Beifuß rein. Und dann binde ich das Ganze noch mit an Schnürle zu. Jo, das Säckle Beifuß kommt rein. Und von meiner Gemüsesuppe, ja, Gemüsebrühe von Lucoma. Keine Angst, ich verlinke euch natürlich wieder alles mit unten drunter. Meine Gewürze und andere Gewürze von Lucoma, natürlich. So, dann tun wir jetzt erst mal einen Esslöffel rein. Später wird es natürlich final abgeschmeckt, ist ganz klar. Und wenn man das dann drin hat, so, dann kommen da schon die Ente. Moment. Da ist der heutige Star, frisch gewürzt, nicht wahr? Jawohl. So, den backen wir jetzt hier rein. Geht wunderschön rein. Ja, ich habe das ausprobiert, deshalb habe ich ja die Krallen abgeschnitten, ja, damit ich noch so schön flach reinlegen kann. Ich zeige euch das einmal. So schaut das Entchen dann aus. Wie schon gesagt, das ist der FD12. So, dann tun wir jetzt oben den Deckel drauf. Und dann lasse ich das einfach mal eine Stunde lang brutzeln. Und dann schauen wir natürlich einmal nach. Nach einer guten Stunde drehen wir das schöne Entchen einmal um. Deckel wieder drauf. Und warte wieder circa eine Stunde. Und nach knapp 2 Stunden schaut das Ganze so aus. Ja, ich werde jetzt den Vogel noch so eine halbe Stunde liegen lassen, bevor ich ihn dann noch einmal umdrehe und auf die Brustseite nach oben. Und dann ist er insgesamt 3 Stunden drin. Also jetzt sind ca. 2 Stunden vorbei. Halbe Stunde lasse ich dann noch so. Und dann auf die Brustseite noch einmal ca. 30 Minuten. Und noch 3 Stunden. Aber wahrscheinlich ist er jetzt schon butterweich. Nach 3 Stunden versuchen wir dann nochmal einen Knochen einfach rauszuziehen. Okay? Ich denke, es funktioniert auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Jo, noch gut 1,5 Stunden, also insgesamt ist jetzt 2,5 Stunden drin, die Ente. Versuchen wir die jetzt noch einmal umzudrehen, ohne dass sie auseinanderfällt. Fällt schon ab. Und jetzt brutzeln wir die hier noch einmal ca. eine halbe Stunde. Da sind sie insgesamt 3 Stunden drin. Stück Küchenpapier, Löffel. Dann probieren wir das jetzt einmal aus.
Küchenpapier für den Schenkel. Schauen wir mal, gell? Wollt ihr das einmal genau anschauen? Warte mal. Also, ich nehme jetzt das Küchenpapier hier und fasse da mal am Schenkel an. Ja. Wow. Guter weiches Fleisch. Wow. Diese Freilandenten, die haben scheinbar richtig was drauf, gell? Lecker. Ich werde den Vogel jetzt servieren. Machen wir was anderes wie auf dem Grill. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Holgers Grill. Und so, jetzt ganz einfach. Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Holger.